herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr hier natürlich kostenlos abonnieren und nicht vergessen, für den Algorithmus einen Kommentar und ein Gefällt mir dazu lassen. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden. So erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Videos nur für Mitglieder. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viele von euch möchten gerne wieder mehr Make-up-Videos sehen und ich dachte mir mal, ich kann ja mal ein Make-up-Video machen, wo ich nur Produkte von Alverde Naturkosmetik verwende. Das hat sich jetzt so angeboten, weil ich wieder ein paar Produkte davon testen möchte und es ist heute richtig, richtig warm. Es ist die ganze Zeit schon so warm. Ich habe das jetzt so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich mich einfach nicht gerne schminke, auch wenn es so warm ist. Deswegen wird es wahrscheinlich so ein richtiger Härtetest für das Make-up, wenn man die ganze Zeit so schwitzt. Drehst jetzt einfach heute, weil sonst komme ich gar nicht mehr dazu. Es bleibt da jetzt erstmal so warm. Schminkt ihr euch eigentlich, wenn es so mega warm ist? Also ich schwitze im Gesicht gerade sehr viel. Bald werden auch wieder Haare getönt. Wie man sieht, ist die alte Farbe schon nahezu vollständig raus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich da so machen könnte. Ich bin nämlich momentan noch ein bisschen ratlos. Oder sagen wir unentschlossen. Also ausschließlich Alverde-Produkte heute. Fangen wir mal hiermit an, mit dem Eye Roll On mit Hyaluronsäure. Mit kühlender Massagekugel unterstützt Reduzierung von Schwellungen. Ja, ich habe mir das einfach mal gekauft, weil bei dem Wetter ist ein bisschen Kühlung eigentlich ganz toll. Erfrischend. Was macht der sonst so? Mit Aloe Vera und Gletscherwasser. Zieht schnell ein, ohne zu fetten. Ja, stimmt. Zieht wirklich schnell ein, das ist nice. Währenddessen trage ich schon mal den Primer auf mit Dreifachhyaluronsäure. Ein Hydrogel. Ich glaube, das habe ich schon mal verwendet oder zumindest ein ähnlich aussehendes. Leicht und duftet angenehm. Ideal als Vorbereitung für das Make-up oder zur Anwendung als Tagespflege. Das ist leicht bläulich und duftet wirklich gut. So typisch Naturkosmetikgeruch. Oh, das ist richtig toll bei dem Wetter. Eigentlich würde ich es jetzt gerne dabei belassen. Selbst wenn ich bei dem Wetter gerne Make-up tragen würde, was ich nicht tue, aber selbst wenn, wäre das schwierig, weil ich dann alles immer runterschwitzen würde. Also optimal wäre dann eigentlich maximal Lippenstift und ich sage jetzt mal Fake Lashes, also die Augen ein bisschen schminken. Aber so Foundation geht eigentlich gar nicht klar. Gut, dass ich momentan so eine gute Haut habe. Hätte ich jetzt wieder voll Akne, dann wäre das blöd. So geht das eigentlich. Und mit den Sommersprossen kann das auch ganz süß aussehen. So natural-mäßig, wenn man es denn mag. Dann habe ich hier einmal den Concealer Anti-Augenringe. Der ist ein bisschen rosa. Sieht man im Vergleich mit dem Camouflage sehr gut, was ich eigentlich gar nicht brauche jetzt so. Aber ich guck mal für später. Fangen wir mal damit an. Zur Kaschierung von Augenringen mit Shea Butter und Jojobaöl. Ach, riecht gut. Trage ich auch dann nur dort auf, wo es gebraucht wird. Ach, riecht echt gut. Ich liebe Naturkosmetikgerüche. Primer ist auch mittlerweile gut eingezogen. Fühlt sich auch gut an. Leichte Deckkraft kann ich definitiv feststellen, aber wenn ich jetzt mal so näher an den Spiegel rangehe, setzt sich das schon so um die Schüppchen hier ab. Ist nicht so nice. Machen wir mal wieder ab. Jetzt sieht man auch, dass das eine leicht deckende Wirkung hat im Vergleich zu der anderen Seite. Aber wenn sich das so um die Schüppchen absetzt, ist das ja auch kacke. Nee, also den finde ich jetzt diesmal nicht gut. Ich habe mich da so ein bisschen verguckt. Ich dachte eigentlich, das wäre ein normaler Concealer, aber das ist eigentlich Camouflage. Ich nehme es jetzt trotzdem einfach mal als Concealer. Ich schaue einfach mal. Ist eigentlich zu dunkel, um es als Concealer zu verwenden. Aber wir schauen einfach mal. Was ist denn das für ein Ton? Da gibt es ja bestimmt mehrere Töne. Ja genau, das ist der Ton 01 Sand. Also der hellste. Ah doch, hier steht sogar bei Anwendung Concealer sanft auftragen und leicht einklopfen. Ich habe ja für sowas keine Geduld, ne? Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da dauert mir schon wieder alles viel zu lange. Hier habe ich tatsächlich das Gefühl, dass der Concealer so richtig in die Haut einzieht. So ein bisschen wie eine Pflege mit Pigmenten. Also das fühlt sich richtig wie eine Verschmelzung von Produkt und Haut an. Da muss man dann auch ein bisschen zügig arbeiten, bevor man es nicht mehr verteilen kann. Und das sieht auch wesentlich
besser auf der Haut aus. Allerdings sehe ich jetzt hier ganz genau, wo ich es aufgetragen habe, denn hier sieht es ein bisschen wie so fettig aus. Die Deckkraft ist jetzt auch nicht so mega. So, jetzt ist die Frage. Perfect Cover Foundation und Concealer oder, das ist ein Make-up-Stick. Ich glaube, ich habe noch nie einen Make-up-Stick probiert. Der ist, oder müsste zumindest neu sein. Ich habe den noch nie irgendwo gesehen. Das ist so blöd, wenn das durchsichtig ist. Man kann gar nicht, wie soll man denn sehen, was da drauf steht? Jetzt muss ich das so machen. So, jetzt kann ich es auch erkennen. Verschmilzt mit der Haut, lässt sie glanzfrei aussehen und deckt Rötungen ab. Der Ton, ich war mir beim Ton nicht sicher. Das ist jetzt 10 Light. Das ist, boah, das ist doch viel zu gelb, oder? Gucken wir mal. Brauchen wir gar nicht versuchen. Der riecht aber sehr lecker. Oh, das ist ja mega gelb. Mega, mega gelb. Okay, wenn das jetzt auch nicht funktioniert, habe ich echt ein Problem. Also es war nochmal das Perfect Cover Make-up, beziehungsweise Foundation und Concealer steht drauf. Make-up und Concealer in einem Produkt, reichhaltige Textur mit hoher Deckkraft. Schauen wir mal, wie hoch die Deckkraft ist. Ach, das muss man drehen, okay. Oh? Aha. Sowas gab es vor Jahren mal bei Alverde. Das könnte hinhauen. Probieren wir es mal aus. Ah, das hat eine kühlende Wirkung. Schön. Es fühlt sich sehr, sehr fest an. Oh. Für Alverde-Verhältnisse echt. Oh. Sehr fest und. Ja, wie soll ich sagen? So. Es wirkt schon sehr, sehr fest und stark pigmentiert. Es hat so diesen typischen Alverde-Make-up-Geruch. Manchmal rege ich mich selber darüber auf, wie ich meine Foundation auftrage. Also so völlig planlos. Und bestimmt kriegt der ein oder andere so Aggressionen dabei, wenn er mich dabei beobachtet. Ich kriege manchmal selber Aggressionen. Ach, das ist übrigens der Ton 05 Porzellan. Da war ich nämlich auch nicht sicher. Ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man online bestellt, ne? Also ich muss sagen, für Naturkosmetikverhältnisse ist das wirklich eine hohe Deckkraft. Also ich glaube, ich habe mit Naturkosmetik Foundation noch nie so richtig gute Erfahrungen gemacht. Also die kommen nie an meine normale Foundation ran, beziehungsweise Foundations, die ich halt generell nutze. Also da gibt es jetzt nicht nur eine Marke, sondern alle möglichen Marken. Ob es jetzt Kat Von D ist oder was auch immer. Aber die ist echt verhältnismäßig gut, stark deckend für diese Verhältnisse. Glänzt halt sehr stark. Es sind halt jetzt auch gerade echt harte Bedingungen, unter denen diese Foundation arbeiten muss. Aber ich muss sagen, ich finde die gar nicht so schlecht für Naturkosmetikverhältnisse. Nice, und man kann das ja dann noch abmattieren mit Puder. Würde ich sowieso machen jetzt, wenn ich so schwitze. Der Ton ist auch nice, sonst sind die Töne häufig zu gelb. Bis jetzt not bad. Dann habe ich hier eine Contour and Highlight Palette. Professional steht drauf, Alverde Professional. Die sieht echt nicht schlecht aus. Also viele Töne, nicht nur zum Konturieren an sich, sondern auch so ein bisschen Rouge. Hier steht sogar hinten mit Beispielen, ne, wie man konturieren kann, was wofür gedacht ist. Okay, finde ich ganz gut, dass das da drauf steht. Also im Grunde zwei Highlighter, zwei Bronzer, zweimal Contouring und zweimal Blush. So, ich war mir jetzt nicht sicher, ob das flüssig oder feste Produkte sind, aber wenn es alles Puderprodukte sind, dann kann ich ja zuerst Puder drüber machen. Kommen wir dazu also gleich. Ich habe jetzt hier einmal Mineral Powder, das ist lose, im Ton transparent, weil ich hier nicht sicher war, ob es in der Farbe passt. Das ist Kompaktpuder 010 Naturell. Ich kann ja einmal halb-halb machen. Die Reste von meinem Pinsel, der sich verabschiedet hat. Haben wir hier einmal die Seite mit dem Naturell-Puder. Ein bisschen zum Mattieren, mehr brauche ich nicht. So, und der lose Puder. Ach, da ist schon wieder so ein Teil bei. Sollen wir das mal probieren? Da gibt es immer so eine Sauerei. Ich mag lose Puder eigentlich nicht so. Na. Ah! Genau das meinte ich. I hate it.
So im Spiegel kann ich jetzt keinen großen Unterschied feststellen, bis auf, also von der Farbe zumindest nicht. Ich finde aber, dass das hier ein bisschen besser mattiert als das Kompaktpuder. So, jetzt aber konturieren. Bin sehr gespannt, wie das mit den Tönen wird. Oh, das ist ja immer so eine Sache. Die sind dann häufig viel zu gelb für mich. Aber ich ziehe das jetzt durch. Warum kriege ich die jetzt nicht mehr auf? Also eigentlich ist dieser Ton zu dunkel hier. Aber mit einem anderen Ton kann ich ja nicht konturieren. Der ist ja nur ein bisschen her. Ach, wir gucken mal. Wisst ihr, bei diesen warmen Tönen ist immer das Problem, dass ich dann aussehe, als hätte ich Sonnenbrand. Sieht das gerade in der Kamera ganz schrecklich aus. Naja. So, ich habe einen schönen Sonnenbrand jetzt. Sieht's aus? Nehme ich mal dieses Contouring Light. Das entspricht eigentlich nur fast meinem Hautton. Oh Scheiße, jetzt bin ich an meine Falsche rangegangen. Nein! Die Augen habe ich hier einmal etwas Natürlicheres. Das ist die Schattenpalette Quattro, also vier Farben. 90 Rose Light Reflections heißen die Farben. Und ich habe mal hier ein bisschen was Krasseres. Die fand ich sehr schön. Ja, das Blau passt jetzt nicht so richtig dazu, ne? Aber ich will das einmal swatchen. Das sieht so schön aus. Guck mal, wie schön das ist. Naja. Doch, das sieht schön aus. Aber passt jetzt so erstmal leider nicht. Dann nehmen wir mal, das sieht relativ ähnlich aus. Nehmen wir mal das Weiß für hier. Ach, die sind sowieso so gering pigmentiert. Man sieht es gar nicht. Okay, ich nehme mal den hier. Den hier. Ne, auch hier verblenden ist easy, alles gut. Nehme ich mal, wie heißt der denn eigentlich? 03 Silky Rose Lidschatten Mono. Der blaue hieß Aquatic Blue 12. Na, den sieht man aber auch irgendwie nicht wirklich. Ja, so ein leichter Rosé-Ton. So, Alverde Kajal, weiß, easy. Braucht man nicht viel zu sagen. Den habe ich schon, auch ewig benutze ich den schon. Allerdings war meiner schon uralt, deswegen habe ich den mal weggeschmissen. Da muss man bei den Augen ja schon sehr vorsichtig sein. Ne? Da sollte man wirklich keine ollen, abgelaufenen Produkte verwenden. Ja, den benutze ich, wie gesagt, auch schon ewig. Und der ist klasse. Alles gut. Ab und zu mag ich mal diesen Look mit weißem Kajal. Ist natürlich nicht für jeden was. Aber jedem das seine. Jetzt ist die Frage: erst falsche Wimpern oder Mascara? Naja, wenn ich jetzt erst die Wimpern mache, sieht man von der Mascara ja gar nichts mehr. Also würde ich sagen, erst Mascara. Da haben wir hier von, ja, Alverde logischerweise. Volumen steht einfach nur ganz groß drauf. 12 Stunden Langzeithalt. Starken Ausdruck, tolles Volumen. Mit 12 Stunden Langzeithalt und verlängerndem Effekt. Mit Profibürste. Na denn, schauen wir mal. Was die Profibürste ist. Ach, so eine dicke Standardbürste im Grunde. Ist natürlich ein sehr natürlicher, ja, natürlich ein sehr natürlicher Look. Für mich ein bisschen zu natürlich, deswegen ja auch die Fake Lashes. Ich benutze in letzter Zeit sehr gerne magnetische Wimpern, seit die auf dem Markt sind eigentlich. Und da habe ich mir jetzt mal die zwei hier gekauft von Adele mit dem Häschen-Logo drauf. New sind sie offenbar.
Und falls ihr das nicht kennt, das ist eine, ihr werdet es ja gleich sehen, eine Variante mit magnetischem Eyeliner. Also die Lashes sind magnetisch und der Eyeliner ist magnetisch und dann trägt man halt den Liner auf und dann haften die Magneten halt, ja, daran. Und sehen beide echt schön aus. Nehmen wir mal, die sind beide schon echt mega lang, ne? Sieht das aus von diesen Linern, habe ich inzwischen irgendwie einen ganzen Karton voll. Ich muss jetzt eigentlich erstmal zurechtschneiden. Augenblick. Das ist so der Part, den ich an diesen Videos hasse. Ich muss dann immer ganz nah an den Spiegel gehen. Ich habe keine Kontaktlinsen mehr. Ich muss mir neue kaufen. Das kenne ich aber nicht, wenn die Kamera läuft. Jetzt habe ich hier wieder geschludert. Das sieht nicht so perfekt aus. Naja, egal. Stellt euch das in schön vor. Aber die Leine sind auch echt gut. Also die halten auch gut. Alles super. Jetzt kurz ein bisschen trocknen lassen. In der Zeit passen wir die Wimpern mal an. Die sind nämlich, Gott, viel zu breit für mich. So, was ist das denn, die Seite? Seht ihr, das geht jetzt einfach. So hält das dann ganz easy. Muss man halt nur dann richtig richten. Aber ihr seht, ein paar Handgriffe und es hält. Also idiotensicherer geht's wirklich nicht. Mega nice. Die fühlen sich auch sehr gut an. Sehr leicht verhältnismäßig. Normalerweise, je voluminöser Wimpern sind, desto schwerer sind sie ja auch. Aber die sind echt, also nice, kann ich echt nur sagen. Dann Lippenprodukt. Ich habe zwei. Einmal so ein Glossy, Juicy Lips heißt der, im Ton Peach, klang sehr lecker. Deswegen dachte ich, ich nehme den mal mit. Und dann habe ich hier Matte Lipstick im Ton 010 Red Kisses. Jetzt ist die Frage, wie pigmentiert ist das hier? Schauen wir mal. Wird wahrscheinlich ja einfach nur so ein leicht pigmentierter Gloss sein. Den sieht man kaum. Also wirklich nur. Riecht angenehm. Plöpp. Ach, den kann man hier unten drehen. Nice. Schauen wir mal. Schauen wir erstmal hier. Gucken wir mal, wie der aussieht. Dann mache ich vielleicht einfach den. Das riecht wie so Mauern oder so. Dann mache ich vielleicht den Gloss drüber, wollte ich sagen. Ist der matt? Ich würde sagen, nee. Also der fühlt sich auch an wie ein ganz normaler Lippenstift. Farbe ist gut. Ist so ein Standardrot. Leichte, kühle Note. Ich mache mal den Gloss drüber. Also kussproof ist das jetzt definitiv nicht. Schmeckt echt gut. Bisschen Emo-Look wie früher. Okay, dann melde ich mich mal in ein paar Stündchen wieder. Schauen wir mal, wie das dann alles so gehalten hat. Jetzt habe ich eine sehr schöne Lippenumrandung gerade, was von dem Lippenstift noch übrig ist. Ja gut, das wundert jetzt nicht. Grundsätzlich ist noch Farbe da. Wenn man es jetzt so ein bisschen verreiben würde. Aber ja, verschmiert. Ich habe gerade gegessen. Ja, ist nicht so dolle. Der Rest sieht aber noch ganz gut aus. Also Augen sowieso, Haut auch im Grunde. Hat sich nichts abgesetzt. Doch außer hier ein bisschen. Ja, ist in Ordnung. Wie lange habe ich das jetzt getragen? Ich glaube 3, 4 Stunden. Länger halte ich es jetzt echt nicht aus. Ich muss mich abschminken bei der Hitze. Ist es echt ätzend. Ja, aber kann man machen. Ja, habt ihr die Produkte schon mal ausprobiert? Was sagt ihr denn dazu? Würde mich über Feedback freuen. Das war's mit dem Video. Ja, dann würde ich sagen, ich schmink mich jetzt ab und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, tschüss.